So, ich muss nur live sein. Ich weiß nicht, gesagt, du etwas? Noch nicht. Steht auf der Waiting for Lux Dico. Ah, noch kann da Dico. Ah ja. Ja, ich sehe live. Ich sehe live. Voilà, ich sind da. Moin. Kannst gleich etwas tippen. Am Chat. Da meine ich das Sharing. YouTube. Chat Nummer 12. Video Chat Nummer 12. So. Post. Und da bin ich bei den Twitter. Und da meinst ich da dasselbe nach Enkeia. Video Chat Nummer 12. Let's layer. Letzte Woche als Stichwort so Tweet. Voilà. Dann gehe ich mal gucken, ob schon in da ist. Oh, Exploit Steffi ist da. Sarah ist da. Dann Alexandre ist da. Mohamed, Aisha ist da. Fanny ist da. Larbi, DZ, Moyen, Verleihros, Lux, Moyen. Da sind wir schon zu zing. Merci, dass ihr angeschaltet habt. Show. Alvaro, hast du. Merci, merci. Ja, ich weiß normalerweise als Erdauer, aber heute ist es eben halb acht. Ich wollte auch noch ankaufen gehen. Aber das funktioniert nicht mit dem Supermarkt. Ich möchte doch freudeslos um Erdauer zu. Ich hatte Rendezvous schon fixiert, dafür haben wir das dann auch so bei. Und diese Kur ist für die Gemeinde Lützewusch, diese Videochat, den halte ich für den Niveau B2. Wir sind also mal frei, dass ob der Gar am Sand kulturell von 12 bis 2. Und heute meine ich wie immer am Kur einen Wochenrückblick. Das heißt, wir schwätzen ein bisschen über die Aktualität von der Woche. Und dann könnt ihr mir Fragen stellen oder darauf reagieren und dann verbessern wir und so weiter. Aber für uns zu fangen, wir sind aber schon 17. Du, merci, merci, dass ihr nicht vergisst. Ja. Schon heute. Ein Invité bei mir am Studio. Ich hoffe, es klappt. Sollt mal, ob da den Ton auch richtig hört. Sonst muss ich hier etwas ändern. Okay? Also, ich schalte dann mal um, für zu gucken, ob das klappt. Voilà. Moin. Hey, dir. Also kannst du dich kurz vorstellen, wann ich geliebt? Ja, mein Name ist Steffi und ich bin noch letzte Woche Prof. Ich arbeite zusammen mit Jerome und INL. Was für ein INL? Und Ballwall. Um St. Belval bei der Uni, ja. Hey, ihr dir, Naschid, Alrim, Samra, alle Guten. Hey, ihr dir, Steffi. So, mal nachher bis Steffi, hast du eine Brille? Ja, schöne Brille. Okay, Ich meine, hi. mich. Ja, sie hören das, sie reagieren noch. Super, also das klappt ja. Bon, also Steffi, da wollte ich mit dir ein bisschen über die Aktualität schwätzen. Und die anderen, die können ja aufpassen, was Steffi sieht. Notiere dir Stichwörter, dann analysieren wir das dann noch, okay? Also Steffi, was hältst du von dieser Woche zurück? Das empfehlen an den Neuigkeiten, die ich mit dem Covid-19, Coronavirus, ist noch immer aktuell. Und heute mit Nouvelle Krieg, dass auch ein paar die bekannt Leute
den Covid-19 positiv getestet haben. Weiß vielleicht ein, wie eine bekannte Person gut man haut nur, weil dass sie mit dem Coronavirus infiziert ist? Ja, am Chat. Wen hört sich mit Corona infiziert? Tessie, ja, such du. Moin, Tessie. Eine bekannte Person. Dann testen wir direkt, ob das klappt oder nicht. Mit meiner komischen Methode für Leute live an den. An error occurred. Please try again. Wir sind aber noch im Gehen, Katja. Steffi hat gefragt, wen hat sich mit dem Coronavirus infiziert? Eine bekannte Person. 1605. Was ist das 16? Was ist das 16? Moin Terry. Katja schreibt der Prinz Harry. Ich meine nicht, oder? Ich hoffe nicht. Ich weiß es nicht. Hier reist ja auch im Moment viel durch die Welt. 1605 Leute sind infiziert, schreibt Tessie, ja. Jana schreibt, der Boris Johnson. War er den, ob den du ausgespielt hast, Steffi? Ja. Okay. Aber, wie machst du das an dem Moment? Hast du noch Kontakt mit den Schülern? Wie funktioniert das? Ich mache eine Kurse mit meinen Schülern über Internet. Ich mache über Zoom machen wir Kurse am Moment. Das ist auch wie du über Video live online, so ähnlich wie auf YouTube. Aber du siehst die anderen Schüler auch dann auch mit ihrer Webcam? Ja, verschiedene haben ihre Webcam nicht und das heißt, ich schere sie just. Ja, die meisten tun aber ihre Webcam und ich sehe sie auch. Das ist praktisch, und ich kann sie hören, das ist auch praktisch. Okay. Weil ich sehe sie schon bald bei 10 Minuten. Willst du vielleicht sonst noch zum Schluss etwas so, Steffi? Könntest du dann ein zurück, wenn ich gelieft? Ja. Viel Spaß bei der Lektion. Ich bleibe trotzdem dabei. Am Chat bleibe ich weiter aktiv. Natürlich, ich bin trotzdem noch dabei nur die nächsten paar Minuten. Das freut mich. Hölle weiß. Wir müssen zusammenhalten. Und das mit dem Zoom, das erklärst du mir ein Kehr. Und Tessie erklärt mir doch. Ich bin oldschool. Okay, also vielmals merci, Steffi, dass du mitgemacht hast für deine Unterstützung. Aber bis hoffentlich geschwind, ne? Ja, bis geschwind. Adi. Adi. Voilà, also wie meinst du das dann aus? Du. Hoppla, ich bin alles eingeheizt. So, das hat schon dann geklappt und da komme ich zurück bei mir. Sarah sieht, sie sind all bekannt. Wie viele Personen kannst du auf Zoom sehen? Ja, Steffi kann uns das vielleicht sagen. Wie viel? Eddie, Steffi, Sarah, Moje Batol. Voilà. Ich muss das ausmachen. Und Steffi hat mir auch noch einen anderen Trick beibrucht, das habe ich auch nicht gekannt. Die gesagt, da ist Steffi also am Chat. Ich meine, bei Zoom ist kein Limit. Okay, da muss man da denke testen. Also Steffi hat mir beibrucht, dass ich mit diesem Kopfhörer auch ein Mikro hört. Ich wusste das nicht. Und ich probiere das mal. Und da so dir mir ob da den Ton gut her, okay? Oder ob den Ton besser ist. Merci. Also, schauen wir dann einmal an. Voilà. Hey, da mich. Hey, da mich. Hey, da mich. Hallo, besser.
Ja. Voilà. Ein einfacher Trick, du hast das Mikro. Ich wusste es boah. Alles besser, merci, das freut mich. Ich gucke das dann auch am YouTube. Lo Mensch, aber für dich die Tafel rum und da muss ich schon ein bisschen schön, Sachen umtesseln. So, das ist alles gar nicht so einfach. Mensch, das Programm haut und. Voilà. Meine Tafel, das ist besser. Moin Nabil, moin Alexander. Ja, oldschool. Ja, wir hören dich mir deutlich. Merci, der Sound ist mir klar. Super. Schon 21 Leute, die gucken. Das freut mich. Dann schalte ich los auf Tafel um. Und dann fangen wir an. Ah, vielleicht, ja, ich schalte los mal die Tafel um. So, gucken, ob das klappt. Ma ja, das geht schon. Sind nicht zu viel krumm. Moin Eli, also auch das ist der Kurs vom 27. März 2020. Mein Nummer ist auch immer nach Jerome Luling. Moin, wie geht es? Alles an der Reihe. Merci, dass ihr es mitmacht. Nächster Tisch, à nouveau, again. Dieser Videochat ist für meine Klasse bei der Ville de Luxembourg, Niveau B2. Heute machen wir nächsten Wochenrückblick. Wochenrückblick. Wisst ihr, was das ist? Wochenrückblick? Steffi, du hast ja in England studiert. Oder in Schottland. Was heißt Wochenrückblick? Also ein Retour en arrière sur la semaine. Aber wir schwätzen ein bisschen über die Aktualität. Voilà. Ah, Weekly Review, perfekt. Wochenresümee, Week Overview. Maja, da freue ich mich erst mal hier am Chat. Was das dann lo Besonderes die letzten 7 Tage geschieht? Ja. Schreibt lo nicht alle gute Corona, ich weiß. Das ist eine Katastrophe. Ah, Tessie, Corona. Ups! Ist das so squanisch passiert? Etwas Interessantes? Nee. Etwas, was dir am Internet aufgefallen ist? Denn Alexandre schreibt, viel Leid an Eco-Arbeitslosigkeit. Denn Nabil schreibt, für BIN. Was das BIN? BIN? Ich weiß nicht, was das ist. Was das Eco-Arbeitslosigkeit, Alexandre? Eco, ist das Ökonomie? Sarah, das ist eine große Katastrophe. Sarah, was ist eine große Katastrophe? Mehr wie 3200 Betriebe. Ah, Steffi, Proteste am Prison zu Straße. Terry, ich gehe all Tag laufen. Okay. Ja, was ist am Moment denn? Galina schreibt, wie du es schön haut. Spazieren, bist du spazieren gegangen? Okay. Batol Hillel schreibt, mir Probleme mit der Kanna. Die Chômage économique schreibt Sarah. Okay. Bartol, was für Probleme mit Kanna hast du dann? Hast du selber Kanna oder als allgemein? Ich meine, Leute meinen ein persönliches Weekly Review. Das ist egal. Hauptsache, sie schwätzen ein bisschen. Bisschen Animation. Ja, Sarah, wir haben eine ökonomische Krise. Das ist leider wahr. An, was hat denn Donald Trump zu der ökonomischen Krise gesagt? Was hat denn Donald Trump gesagt? Der Nabil, wo fand ich Bücher B1, B2? Nabil, die Bücher geht es nicht.
Es gibt kein Bücher für B1, B2. B2 ist Improvisation. Das ist einfach nur ein Schwätzen an der Klasse und hier eben dann chatten. Den Alexandre schreibt, wir müssen bis Ostern rum aufhängen mit schaffen. Butler schreibt, mein Kanner bleiben nicht mehr daheim. Katja schreibt, Donald Trump unterstützt die Ökonomie. Ja, mit viel Suhe. Ja, alle Regierungen unterstützen die Ökonomie mit viel Suhe. Mit dem Donald Trump sind Red gestern, die war flott. Ich seht einfach, ja, wir müssen rum schaffen gehen. Social Distancing. Handwäsche, Masken, das ist alles kein Problem. Wir müssen noch am Schaffen gehen. Die Leute können nicht daheim bleiben. Die Leute langweilen sich. Die Leute wollen schaffen gehen. Aber wir brauchen noch Arbeit. Donald Trump hat seine Vision von der Welt. Das ist schon impressionant. Und was so ein Doktorin? Was so ein Doktorin zum Donald Trump? Zara schreibt, Donald will all Leute schaffen gehen. Ja, all Leute. Mein Suizide mit Social Distancing wie mit Corona. Ganz interessanter Punkt. Ja, hier so, the cure cannot be worse than the problem. Also, die Lösung kann nicht mehr schlimm sein wie das Problem. Und wir haben tatsächlich eine Situation, wo man für einen Kollaps stehen, ökonomischer Kollaps, soweit ich das beurteilen kann. Sie haben keine Zukunft. Wir alles gehen ob Kirche für Ostern. Wir gehen all an Kirche für Ostern. Nee, Terry. Den Donald Trump ist witzig. Was schreibt Galina? Trump, Putin, geben Sie vor... Ich verstehe nicht, Galina, was du willst sagen. Katja, ich habe gelesen, dass am Süden die Restaurants und Schulen aufsehen. Am Süden von Amerika. Nabil, du guckst nur nicht Nachrichten. Ja, ich probiere nicht nächstes Jahr alles um mehr Dauer zu machen. Um 19:30 das ist das Journal von RTL. Das ist einfach nicht schlimm. Die könnt ihr am Replay. Chiara, moin, moin Amadou. Ah, aus Schweden. Ja, den Trump hat das gesagt. Voilà, und ich hab's verpasst. Hey. Ja, bis Ostern fängt man an, mit Schaffen zu gehen. Ich hoffe, wir schon meine Zweifeln. Wo? Kollaps-Theorie, ja. Moin, Ahmed. Wo ist das Problem mit dem Coronavirus? Alexandre schreibt, Schweden hat eine andere Strategie. Herd Immunity. Ich weiß noch nicht, was das heißt. Herd Immunity. Ja. Voilà, Katja, der Coronavirus ist immens ausstirchend. Ausstirchend, versteht ihr das Wort? C'est très contagieux. It's very, wie sieht denn das auf Englisch? Contagious. Cholas Zo, schreibt Nabil. Ahmed, ich will ihre letzte Boyisch. Ja, Ahmed. Kein Problem. Niveau A1, hier ist Niveau B2, ja? Hier ist ein bisschen schwer. Katja, wir haben keinen Impfstoff. Voilà, contagious, merci Steffi. Ja, wir haben keinen Impfstoff, aber wir haben auch am Moment kein Medikament. Sarah, wir haben eine Lösung für Coronavirus. Also, was ist dann die Lösung?
Battle schreibt, den INL ist zu und hat gereicht. Ja. Irgendwann geht auch den INL nicht so. Ah, Sarah, wir haben ein Medikament. Ah, okay, was für ein Medikament ist das? Kinin. Kinin. Kinin ist doch am Schweppes. Da müssen wir alle gute Kinin an der Wodka. Ah ja, der Chloroquin. Chloroquin, ja, das hatte ich auch gelesen, Amadou. Silo, das ist etwas gegen Ebola, gegen Malaria, an den HIV, oh Mann, nicht mehr Krankheiten. Das ist ein Test von Professor Rau. Ja, ich hatte das gelesen, ob LCI. Boah, also ich bin kein Experte, kein Virolog, kein Mediziner. Ich so lieber noch nicht dazu. Ja. Nicht, dass alle an der Optik läuft. So. Oh, die Jerome hat gesagt. Ich habe schon das in einem Videochat gelesen. Nein, nein. Also da so ich lieber nicht mehr. Wer immer nach Geld hat, das Handwaschen, Maske, Brille. Und daheim bleiben. Bleib daheim. Ja, Michel schreibt doch. Chloroquin, mehr als vielleicht nicht ganz sicher. Ja, für den Paludismus, ja. Hat ich auch gelesen, ja. Und Alexandra schreibt, es wird eh dauern, bis es auf den Markt kommt. Ja. Das fährt nicht auch. Dass es lang wird dauern, bis wir ein Medikament kriegen. Und ohne Medikament ist es natürlich nicht einfach rum zu machen wie früher. Boah, voilà, nun mal ein bisschen geschnüsst. Ich wollte euch noch ein paar Sachen weisen, die ich auch präpariert habe. Brille ist keine Protektion, schreibt den Ahmed. Ja, aber anscheinend geht der Virus auch durch den. Das ist ganz schlimm. Bon, also was habe ich euch präpariert? Wir hatten vorhin schon ein bisschen drüber geschwärzt. Was für bekannte Leute sind die letzte Woche an Pressgängen an gesagt, wir haben den Coronavirus, wir sind mit dem Coronavirus infiziert. Wir haben schon eh genannt. Wie war das? Was für bekannt? 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 Ja, den Tom Hanks. Richtig. Ansingfrau. Wir haben die letzte Woche den Oliver Pocher mit seiner Frau. Ich gesehen, Tessie liest Bild-Zeitung. Rita Wilson. Weil er den Alexander schreibt, der Boris Johnson und der Prinz Charles. Den Jackson Brown, der Musiker. Bis lo nicht. Bis lo, okay, kein. Doch, Nabil. Ich weiß nicht, wo ich mal gesehen habe. Also, das ist dann. Ja, ganz schön. Der Superstar, der Boris Johnson, Amadou, ja, der Manu Dibango, mit dem ist gestorben, um Corona. Den ist schon tot. Leider. Den hat Saxophonist, gute Musiker. Der Boris Johnson, und dann als nächstes, ich, ja, hi, der Prinz Charles. Und auch der Prinz Albert. Direkt die zwei beieinander, die königliche Familie. Und dann habe ich auch nachher hier den R. Kelly. Was ist das mit dem R. Kelly? Hat er auch die Corona oder hat er die Corona noch nicht? Manu Dibango. Was ist das mit dem R. Kelly? Kennt ihr den R. Kelly? Was ist das Problem am R. Kelly? Was für ein Problem hat den R. Kelly? Nee, kein. Weiß kein sein Problem? Faris Alabas, hallo, das ist ein ganz guter Mensch. Merci, Faris. Mach kein Herdi, ich weiß nicht. Denn R. Kelly ist momentan am Prison.
So he's in jail. Il est en prison. Und Michel schreibt hier nur das Problem mit Frauen. Ja, dafür ist er in prison. Hallo, hat hier Angst, dass er den Coronavirus in prison kriegt. Donc, il a peur d'attraper le virus Corona en prison. Merci, Steffi. Moje Kaula Kuka. So, also das war nach Kali. Und dann hier, na, ich kenne da hier den Till Lindemann. Was ist das Problem? Was für ein Problem hat denn Till Lindemann am Moment? Ah, die Frau vom kanadischen und spanischen Premierminister. Ja, die sind auch infiziert. Auch durch Bekanntheit vom Land, Jerome. Bekannt Leute hier am Land. Alles ein gut froh. Letzte Boyer Promi. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Idee. Kennt ihr den Monsieur Nettal, den Till Lindemann? Wen ist das? ICU, ich weiß nicht, was das ist. Ja, Rammstein. Jener ist der Sänger. Und hier leid für den Moment. Ob da, also ob da intensiv oder andere Intensivstation. Voilà. Ihr leid für den Moment, ob der Intensivstation oder an der Intensivstation, ich weiß das noch nicht. Das ist aber voll eine Position. Er ist also auch schwer krank mit dem Virus. Ja, Steffi, siehst du auch ob. Ich ging auch so ein ob. Voilà, das sind dann Promien. Da wollte ich ja auch den RTL Live-Ticker einweisen. RTL Live-Ticker. Corona. Da sind permanent Nouvellen rund um den Coronavirus. Hier ist zum Beispiel eine Message vom Personal aus dem Pontalis. Mir hei, dir daheim, zusammen stark. Mir hei, Position, dir daheim, Position, zusammen stark. Das sieht dann so aus, mit ihrem schönen Poster. Zusammen stark. Oh, da haben sie kleine Fehler gemacht. Bei zusammen stark. Hier ist es richtig. Mai und Post haben sie geschrieben, zusammen stark mit dem N. N muss natürlich fort. Voilà, das ist aber nur ein Detail, das ist nicht so schlimm, also wichtig, gell. Ja, da sieht man, da sind permanent die Pressekonferenzen von unseren Politikern, gell? Von den verschiedenen Ministerien. Ja, RTL möchte doch ein Spezialprogramm. Hier in Holland 112 Corona-Tote bannend 24 Stunden. Bannend. Versteht ihr das Wort, bannend? Ja, aber du, der Prinz Albert ist auch krank. Ja, Alexandre schreibt innerhalb, Nabil, zusammen gegen Corona. Bannend, c'est during. Am Französischen ging es so ein, c'est dernière 24 heures. Donc, dans l'espace de 24 heures. Bannend, à l'intérieur de 24 heures. Und das ist in Holland, also da haben sie auch riesige Probleme. Und dann ist aber noch eine Nouvelle über das Spital um Kirchspiech. Da sieht ihr, dass. Was sieht ihr dann da? Dass die Urgence der Pädiatrik bis auf Weiteres zu sind. Tessi schreibt, den Till Lindemann leidet wegen enger Lungenentzündung auf der Intensivstation, nicht wegen dem Corona. Merci, Tessie, das wusste ich nicht. Within, ja, Explore with Steffi, Bannend, Within. Binnen, nee, Binnen geht nicht, Alexandre. Am Platz, Battle geht auch nicht.
Ja, Urgence-Pädiatrik als bis ob weiteres zu. Wie ging in das übersetzen, bis ob weiteres? Das ist interessant. Until further notice am Englischen. Mal hängen, wo ich es am Englischen weiß. Am Französischen, wie ging in dafür so? Jusqu'à. Until further notice, ja, richtig. Steffi, merci. Bis auf weiteres. Jusqu'à ce que une autre information nous parvienne. Gott bestimmt irgendein sein Ton am Französischen, die mir eben lo, leider nicht auffällt. Also, ich kann euch das kurz vorlesen. Weitopito, Robert Schumann, freut sich an einem Schrei, was mitgedeelt tun. Also, das ist plural, dafür was sie da haben. Gehen Urgence Pädiatrik und Kirchspiel von der Freude schon zu gemacht. Das ist ein zusammengesetztes Verb, zu machen. Die Urgence an der Kinderklinik ist weiterhin 24 auf 24 Stunden ob. Sie ist ob. Ort Maison Médicale Pädiatrik bleibt von Mendes bis Freitag von 19 bis 22 Uhr ob. Wiegende a Feierdech von 9 bis 21 Uhr. Voilà. Also immer den RTL Live-Ticker gucken. Jusqu'à nouvel ordre. Merci, Steffi. Da wäre ich aber wirklich nicht drauf gekommen. Ja, dann wollte ich ja auch noch eine Textweise von heute. Das finde ich wichtig von die letzte Woche. Und zwar, kennt ihr das Gebäude? Was für ein Gebäude ist das da? Moin Aisha. Warte hier, goodbye. Ast. Le Duc. Ja, richtig. Das ist der Palais. Dem Grand Duc sein Büro. An hier von drun, kennt ihr das Togebäude? Was ist das für ein Gebäude? Wie ist das Gebäude? Du? Chamber, richtig. Chamber des Députés. Ah, voilà, da kommen sie alle gut. Er hat das also richtig remarkant. Wir sehen auch schon mit Schülern da hingegangen. BCE! Nee, 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 Sarah, das ist nicht Spurkäse. Das ist Chamber. Du hast Passerelle. An der Chamber ist dann letzte Samstag. Nee, der Palais hast du. Hier ist der Palais. Du hast Chamber. An letzte Samstag, das war also den 21. März, gauf eine wichtige Decision geholt, da, gesehen der Deputierte, an heute Premier, wunderschöne Saal, tiptop equipiert alles. Ja, mit dem Gesicht, hei sind eidel still. Für wat sind du eidel still? Die Sendung auf ob Arabisch Gemeinschaftsgruppe zu Lützburg geschickt. Merci, Faris. Mache ich Reklam dafür. Für wat, nicht Frivat, für wat. Den Alexandre gewesen, 2 Meter Distanz. Ja? Social Distancing. Battle, Meter, 2 Meter Tisch der Leute. Richtig, Nabil, ja, der wisst Bescheid. Sie können vielleicht auch nach eng Mask undoen. Eine Maske wäre vielleicht noch mehr sicher. Ich weiß es nicht.
evitierende Kontakt mit Covid-19, richtig. Und sie haben dann aufgestimmt über die Krise zu Lützeburg. Aber für dich ist die heutige Gruppe, und dann ist die Gruppe rausgegangen, und da kommt die andere Gruppe, und dann haben die dezidiert. Und dann ist die rausgegangen, und da kommt die dritte Gruppe. Bis alle 60 oder alle Membres, die da waren, bis alle gut aufgestimmt haben. Ja, Batol, sie tragen keine Maske. Und sie machen auch keinen YouTube-Video-Chat. Können die auch vielleicht doch proposieren? Weil über den Video-Chat da kann ich auch kein Virus kriegen. Oder eventuell mit Zoom. Mit Zoom schaffen. Ah, mach geil, gute Idee. Michel, hier in Amerika brauchen wir alte Maske für Doktoren und Infirmieren. Ja, die brauchen sie auch an echter Linie, weil die sind ja an direktem Kontakt mit den Leuten. Es wird wahrscheinlich nicht schützen. Alexander, seht ihr Alexander? Ja, das ist auch ein Problem. Wir wissen im Moment nicht richtig, wo wir drin sind. All das kriegen wir neue Informationen. Müsst ihr bald geckisch. Boah, also das war in der Chambre. An der Hose wird dezidiert. Wird an der Chambre. Ich lese in der Stadt dafür. Moin, hi, neue Student. Moin, Medi Lokili. Nabil schreibt, nicht mehr bekannt Personen do bannen. Ja, für ein Chamber zu kommen, musste bekannt sein. Das ist nicht so einfach. Also, wird an der Chamber. Der Notstand wird um 3 Monate zu Lützburg verlängert. Verlängern, versteht ihr das? Verlängern. Prolonger. Wie seht ihr das auf Englisch, Steffi? Verlängern. Und das sind Journalisten. Und das ist da vom 21. März an 278 Kommentare. Prolongé, ja. Die Kommentare könnt ihr auch lesen, ne? Das ist so ganz witzig. Mir sind ein komisch Schreibweis, mir das aber egal. Extend, ja, merci. Also, was schreiben Sie denn, Herr Scheins? All einzelnen Deputierten wird bei dieser historischen Aufstimmung per Wort nominal mit Ja gestimmt. Sie waren also alle mit d'accord. An der Chamber als Samstag über das Notstandsgesetz debattiert ging. Gesetz gauf mit 56 Ja-Stimmen, die übrigens an einem historischen Prozess aus sanitären Gründen per Wort nominal abgerufen gaufen, unanim gestimmt. Also, sie waren all dafür. Und dann, Vitesse von der legislativen Prozedur, als der Kurs angepasst, die muss gegen das Virus gefordert gehen. Ja, wir sind an einem Kurs. Gegen den Virus. Ich fand das ganz lieb von dir, Mr. Jerome. Merci, Medi Lokili. Ich meine das gerne. Das ist mein Job. Und ich meine gerne. Also, wir sind an einem Kurs. Hört auf seiner Seite Reporter, nicht Reporter, Reporter, vom Gesetzprojekt de Mars di Bartolomeo erklärt. Donc, il a expliqué que nous sommes dans une course contre le virus. We are in a race against the virus. E-Faktor ist krucial, da das die von der Zeit. Time. Time is important. Et das den tiefgreifendste Projekt an den letzten Jahrzehnten, der tut den LSAP-Deputierten Mars di Bartolomeo direkt am Anfang von dieser außergewöhnlichen Sitzung Samstag betont. Tiefgreifendste Projekt. C'est le projet le plus ambitieux, le plus tiefgreifend. Ambitious. Ja, Alexandra, nicht zu 60. Gut froh. Ich weiß auch noch nicht, für was sie nicht zu 60 waren. Auf alle Fall, ja, le projet le plus grave, ja, le plus important wahrscheinlich auch. Und dann, mam Notstandsgesetz soll den exzeptionellen Zustand hier im Land, den Etat de Crise, auch die nächsten 3 Monate lang valabel sein.
Schau, man muss mal einer Zweidrittelmajorität in Akkord gehen, für dass Verlängerung kann a Kraft treten. Also den Etatkrise gouf verlängert. Moin Domenico, es geht mir fantastisch. Nein, nicht gerade fantastisch. Wir brauchen, wir müssen machen, was wir können. Ne? So, als Bild riet. Und dann durch das kriegt ein T, weil Gesetz ist sächlich. Durch das Gesetz, das der Reglement Grandical umsetzt, hat die Regierung der Rechtssicherheit bei allen Decisionen, die an der Lütte gegen den Coronavirus müssen geholt gehen. Da ist das super schwer. Decisionen müssen geholt gehen. Die Decisionen, die dürfen être prises. The decisions that have to be taken. Aber sie brauchen dafür das Gesetz. Ils ont besoin de cette loi. Pour prendre toutes ces mesures. So they need this new law in order to take all these measures. Der Reporter vom Projet de loi de Mars wird in der Strache, dass man im Gesetz die Chamber weiter operationell bleibt und nicht abgelöst kann gehen. Donc, la Chambre ne peut pas être dissoute. Trieden, wer das dat? Wo war das Trieden? Da musst du gucken, a Kraft treten, entrer en vigueur. Für das, für que la prolongation puisse être réalisée. A Kraft treten, das ist eine Expression. Das ist nicht nur ein Treten allein, das ist a Kraft treten. Ja, geschieht. Ja, wichtig ist, dass der Rechtsstaat nicht a Klammer gesagt gehen. Donc, c'est important que l'état de loi ne sera pas mis entre parenthèses. So, the state of law will prevail. Ob eine Situation, die ähnlich wie das Gesetz, sowas wie immer nach nicht in den letzten Jahrzehnten erlebt wird. Ob eine Situation, die ähnlich wie das Gesetz, sowas wie man nach nicht. Ja, Gesetz also eben angepasst und Situation. Der Virus hat keinen Verstand, komm mir weisen, dass wir Verstand haben. Donc, le Virus n'a pas de raison, n'a pas de cerveau. C'est à nous maintenant de montrer que nous avons une raison, que nous avons un cerveau. So, the virus has no brain, let's show that we have a brain. Merci. Je crois que c'est ça qu'il veut dire, nicht keinen Verstand. Denn ich hatte schon ein Gehege gesagt, dass der Coronavirus, das als den Terminator, einfach nehmen, alles zerstören, fertig. So, weil uns aber lang geschwärt. 45 Leute, vielmals merci. Wird eh von ihr ein froh? Marco Garcia, super, Anarin, ja. Aber du kannst ja telefonieren. Du kannst ja von 9 bis 10 ein Videochat machen. Das ist okay, Problem, du mal da. Wir brauchen wie hat es das genannt? Ein Hotline mit Videochatten. Für mich ist es so, was chatten. Mit den Alexandre ist so, nicht überdreifen, nur jetzt kein Chatten. Der Kilil Mohammed. Alexandre Fred, wen war die letzte Kehr, dass das Gesetz an Kraft getreten ist? Ein Etat de Krise. Was macht ihr an der Quarantäne? Ich mache einen Videochat. Der Marco weiß, wie das geht. Ich erkläre das. Ich lehre gerne so. Merci, Eli. Alexandre, ich weiß nicht, wie nie das Gesetz für die Leiter Kraft getreten ist. Ich meine, sie hatten auch speziell Gesetze gestimmt bei der letzten Finanzkrise. Wie nie war das? 2008, 2009? Wo den Euro angefangen war. Ich weiß nicht, ob das doch ein Etat de Krise war. Da müssen wir nur gucken. Der fand da übrigens auch die ganze Debatte von der obchd.lu. Könnt ihr alles nach einem Kino lauschen. Das ist die Internetseite von der Chambre.
mit all den verschiedenen Politikern, die dazu etwas gesagt haben. Es ist ganz impressionant, nachzugucken. Michel Fried, was heißt a Kraft treten? A Kraft treten. Entrée en vigueur. Oder im Englischen they take effect. Was ist das so, a Kraft treten? Bon, voilà, ich gesehen, das schon 4:08, 45 Minuten. Ich bin ziemlich müde, weil ich immer nicht mehr nachher lang schwätze. Verkasse mal tuckelt, was heißt das? Verkasse mal tuckelt. Domenico, das musst du auf lod.lu noch gucken. Comes into effect, richtig, ja. Ich verkasse mal tuckelt. Ich meine, das heißt, ihn auf den Arm holen. Nee. Ich gucke das für nächstes Jahr noch. Bon, da wollte ich heilo zum Schluss noch einen kleinen Appell machen, wie der YouTube-Chat hier funktioniert, weil immer noch Leute mich fragen, wie geht das? Also, wenn du live mitmachen, dann musst du hier unten rechts einfach den Kommentar antippen. Wenn du den YouTube-Chat am Replay willst gucken, dann musst du just hier oben rechts live cheat. Chat Replay, all messages are visible anzugehen. Was tun ich noch? Ja, wenn du um Handy willst mitmachen, da hat er halt Option Live-Chat. Und dann, was tun ich hier? Ja, da könnt ihr dann auch alles nur gucken, einfach alles visible machen. Und dann, ja, zoom.us. Guck, dass die Internet sei dünn. Moin Iva, schöne Grüße vom Iva an Karel. Merci gleichfalls. Der Marco Garcia schreibt, Uschmieren. Wir verkassen mal tuckeln. Ja, to make fun of someone. To betray someone. Merci Steffi für Buffet dévoré en gloutir gobé. Ja, das Zoom.us, guck dir das mal ein Kio an. Da können wir vielleicht auch ein Kio online virtuellen Kurs halten an einem Klassensaal. Virtuelle Klassensaal. Da kann aber nicht jeder für jemanden machen. Ne? Du meinst da just Schüler von dem Kurs mit. Zoom.us, also das ist nicht ganz einfach. Da musst du eine Software installieren. Da fahren vielleicht Tutorials auf YouTube. Und voilà, das hier ist mein YouTube-Channel, luxtico/videos. Und ich probiere heute Abend noch ein bisschen auch einen Chat zu machen mit der neuen Webcam. Schon endlich eine Webcam, die heute Marco mal geschenkt. Vielmals merci. Also für die, die lohnen nur diesem Chat heute will ein bisschen bleiben und gucken, ob das funktioniert, da könnt ihr das ja probieren. Vielleicht ist das eine bessere Methode. Da kann der, du kannst ihn dann noch Sachen ablehnen. Also schon die ganzen Zeiten Test 12, Test 11, Test 10. Für zu probieren, wie das geht mit der Webcam. Das ist nicht so einfach. So, und dann will dir eh mal am Videochat mitmachen. Dann checkt mal eure E-Mail-Adresse. Wir testen das via FaceTime oder via Facebook. Heute war ja Steffi da. Tessi war auch schon da. Dann Alexandre hat sich gemeldet. Also Alexandre, vielmals merci, ja. Wir machen das gerne zusammen. Wichtig Linken, bonjour.lu, exercice.lu, Quizlet, LOD, Lützburgische Wikipedia. Hier sind meine Kontaktadressen. Facebook.com. Ich habe schon immer gesagt Facebook.lu. Das geht nicht. Das ist Facebook.com. Twitter, YouTube, ich bin überall. Voilà. Ja, Nabil, Zoom ist eine ganz gute Idee. Ja. Wir müssen das testen. Merci, dass ihr so gut mitgemacht habt. Ihr wart wie immer fantastisch. Hier ist mein Videochat, Rendezvous. Immer um mehr Dauer. Ich meine, Freude ist manchmal in Zukunft auch um mehr Dauer. Ich erinnere das. Am Samstag, Sonntag das Atelier-Workshop. Das ist also moi. Wenn ihr ein spezielles Sujet habt, das ich soll behandeln, das sollt mir Bescheid. Schicke mir die Nummer. Ja, Nabil, kontaktiere mich.
Aber wenn du etwas Spezielles willst behandeln, ein Thema oder Grammar, da sollte man Bescheid, da präparieren stellen. Sonst schnüssen wir einfach. Batoll, dir könnt den Kanal für Lützburgisch Grammatik machen. Aber das ist eine geniale Idee, Batoll. Genial Idee. Merci, Batoll. Ich bin ein Anfänger an der Sprache und ich habe nicht viel verstanden, aber nur die Gesprächsleistung ist gut. Vielmals merci. Gern geschieht, na schiet allrem. Ja, Marco Garcia, Partystimmung Weekend. Ja. Müsst du am Party. Voilà, und ich stoße noch etwas. Ja, hi. Pass auf dir, Job. Take care of yourself. Bleib daheim, bis hoffentlich geschwommen. Alle, ich weise mich nach ein Kajak. Das war der Videochat vom 27. März. Ich hoffe, dass ihr morgen dabei seid. Das ging mich freuen. Bleibt all gesund. Merci, Steffi. Und dann, wenn ich hier fertig bin, probiere ich nach ein Kajak am Kanal etwas, einen Chat mit der Webcam. Aber kein offizielles Programm. Also der Videochat, also lo river. Merci, Chiara. Bis morgen, ja. Amadou, merci, au revoir. Das ist schön, dass er immer noch kommt. Ja. 37 Leute noch sind da. Also, zusammen daheim, ja. Also, bis morgen. Bis morgen. 20 Jahre. Au revoir, einen schönen Abend. Au revoir, Giselle. Eddie Fanny. Eddie Faris Alabas. Hast du noch einen da? Nee, der Mangelo aus. Knäppchen hast du? Au revoir. Au revoir, Iva. Au revoir, Batol. Au revoir, Nabil. Au revoir, Faris.